herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sitzen noch am Wörthersee, nutzen die letzten Minuten, Stunden. Ja. Könnte schlimmer sein, würde ich sagen. Bis zur Abreise. Und ich habe mir überlegt, wir machen nochmal wieder schnell wieder ein Frage-Antwort-Video, weil ich einfach glaube, dass hier andere Fragen kommen. Also, dass es für euch auf jeden Fall interessanter wird, wenn ich diese Fragen vom Wörthersee aus stelle. Nicht, weil wir jetzt so räumlich am Wörthersee sitzen, sondern weil einfach die ganze Situation und Laune, glaube ich, ein bisschen andere ist. Und deswegen ist auch Marius diesmal dran. Wir wechseln jetzt ja den Fragenstellpartner in jedem Video. Ich hoffe, das klappt. Marius wird sich größte Mühe geben, die witzigsten Fragen zu stellen und ja, einfach alles querbeet einfach raushauen. Ja, wir gucken mal durch. Also ich habe direkt die erste entdeckt, die auf jeden Fall, finde ich, nennenswert ist. Auf welches Highlight du dich am See immer am meisten freust? Ganz einfache Frage. Also für mich heißt Wörthersee gar nicht unbedingt, sich die Autos anzugucken, weil die Autos sehen wir schon immer das ganze Jahr über, sondern das Coole am Wörthersee ist für mich einfach immer das Gesamtpaket aus allem. Das heißt, man ist mit all seinen Kumpels hier vor Ort. Es sind alle Kumpels, die man sonst mittlerweile, weil wir alle älter werden, nur noch hier sieht. Ja. Früher hat man die ja öfter mal noch auf irgendwelchen anderen Treffen gesehen. Mittlerweile ist es so, dass man ganz viele Leute nur noch hier am Wörthersee trifft. Das macht es natürlich auch immer so anstrengend, weil man eigentlich 24/7 in Action ist. Ja. So, also man ist immer entweder hier frühstücken, da mit irgendwie Mittagessen, da Abendessen, dann fährt man hier zum Treffen, fährt man da zum Treffen, fährt man da zum Treffen. Dann kommt dazu, dass hier am Wörthersee natürlich noch wie früher die Dichte an getunten Autos extrem hoch ist. Ja. Das heißt, egal wo ihr hier losfahrt, egal wo ihr zu Fuß hingeht, egal wo ihr mit dem Rad hinfahrt, ihr seht vor jeder Pension, an jeder Straßenecke, an jeder Haltebucht stehen halt überall die getunten Autos rum. Ne? Ja. Und dieses Gesamtpaket, das macht es für mich einfach so besonders. Und dann kommt noch die Landschaft dazu. Und deswegen ist das immer wieder ein Highlight hier. War dieses Jahr viel los? Das ist ein guter Punkt. Ich habe das auch in meiner Abmoderation von dem Wörthersee-Video schon gesagt. Extrem viel los dafür, dass wir von einem Reloaded reden. Jetzt ist es natürlich auch das Reloaded nach der Corona-Pandemie. Das heißt, ich bin ja eigentlich erst Samstagmittag angekommen und Samstag ging wirklich gar nichts mehr. Also es ist wirklich schon so, das ist der negative Aspekt vom See, dass früher konnte man hier wirklich noch schön mit dem Auto rumfahren. Mittlerweile muss man halt wirklich eine halbe Stunde aus Felden rausfahren, um überhaupt noch irgendwie ein bisschen fahren zu können, weil einfach so viel los ist. Was auf der einen Seite natürlich positiv ist, auf der anderen Seite ist es natürlich negativ, weil es entwickeln sich wirklich Staus, wo man auf einmal, ja, keine Ahnung, zur Mischkulnik, wenn man zu diesem Hotspot hin will, da braucht man locker eine Stunde teilweise im Auto. Und das ist halt schon wirklich, das zerrt dann schon an den Nerven. Da kann ich es auch verstehen, dass einige sagen, nee, wir fahren in die Richtung gar nicht mehr hin, sondern fahren woanders hin. Die Frage ist jetzt, warum ist es dort so voll? Ich glaube gar nicht unbedingt, dass es so voll ist, wegen den eigentlichen Tunern, also wegen den eigentlichen GTI-Treffen, was ja der Spirit hier früher vom Wörthersee war, sondern ich glaube schon, dass das viel Publikum ist. Also das ist viel Tourismus, die wirklich dann hierher kommen, nur um ein bisschen Autos zu gucken. Ja. Wie oft warst du schon am See? Boah. Also ich weiß, ich war das erste Mal am See, da war meine Limo damals noch gar nicht fertig. Da war ich noch beim Alltags-A4 hier. Das muss also so 2009, 2010 gewesen sein. Mhm. Und ich würde mal eigentlich behaupten, dass ich seitdem jedes Jahr hier war. Außer letztes Jahr. Außer letztes Jahr und einmal dazwischen war vielleicht auch ein Jahr, wo wir nicht hier waren. Wobei, das glaube ich eigentlich auch nicht. Also auf jeden Fall mindestens 10 Mal. Da waren wir auch ein paar Mal beim Reloaded und so. Also so 10 Mal war ich auf jeden Fall schon hier. So, siehst du eine Veränderung des Treffens über die letzten Jahre? Wenn ja, positiv oder negativ? Eine Veränderung ist auf jeden Fall deutlich zu sehen. Also was sich nicht verändert hat, ist die Hochwertigkeit der Autos. Also es ist nach wie vor so, dass man hier wirklich, man sagt immer, wenn ihr am Wörthersee wart, braucht ihr eigentlich das ganze Jahr lang nicht mehr zu irgendwelchen anderen Treffen zu fahren, weil man alle Autos hier schon gesehen hat. So, das ist definitiv so geblieben. Der Nachteil ist halt einfach, wie eben gerade schon angesprochen, mit der Verkehrslage und wie viel los ist. Früher war es so, man konnte am Tag 2, 3 Hotspots bereisen ohne Probleme. Man ist morgens aufgestanden, erstmal zum Mischkulnik, dann mal nach Fark, dann zur Sabotnik und dann noch nach Reifnitz. Das ist jetzt an den Haupttagen definitiv gar nicht mehr möglich, weil wenn ihr nach Fark am See in die Torokurve wollt, muss man da gefühlt
ja, weiß nicht, wahrscheinlich musst du morgens um 9 losfahren, damit du dann um 10 dein Auto dort präsentieren kannst, weil du sonst halt so in diesem Verkehrschaos stehst. Ne? Bier oder Wein am See? Ich würde sagen beides. Fand ich zwischendrin ganz gut. Wie lange kennt sich das Team schon und wie habt ihr euch kennengelernt? Joni lacht erstmal. Ja, Joni. Joni zwangsläufig. Joni war Beifang. Joni kenne ich seit der Geburt. Wir kannten uns auf jeden Fall auch schon, als es losging mit dem Wörthersee. So, ne? So die ersten Jahre. Ja, so. Definitiv. Und also Marius und ich, haben ja schon oft gesagt, kennen uns halt so hardcore-mäßig aus der Pfarrenwalder Zeit. Ja, Maxi, du bist jetzt anderthalb Jahre bei uns, glaube ich, ne? Ja. Wo wohnst du immer und warum, wenn du hier bist? Wir sind immer direkt hier in dem Casino-Hotel. Ganz witziger Aspekt. Klingt jetzt erstmal für alle wahrscheinlich exorbitant, mein Lieblingswort, teuer. Ist es aber definitiv gar nicht, weil für uns ist nämlich das Coole, jetzt sind wir beim Thema Team. Wir haben hier immer wie nennt man das, Zwei-Zimmer-Apartment. Das heißt, wir haben zwei Schlafzimmer für vier Leute, was für die Gruppendynamik einfach extrem cool ist. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, warum ich ursprünglich in dieses Hotel gegangen bin. Hatte einfach folgenden Grund, weil es hier eine Tiefgarage gibt. Und dementsprechend kann man halt sein Auto unten in die Tiefgarage stellen. Es ist videoüberwacht, man muss keine Angst haben und nix. So, und meines Erachtens nach wird das nämlich sonst schwierig. Und ich war halt schon extremer Pingel immer, was Limo angeht. Ich habe die ganz ungerne draußen irgendwo stehen lassen, gerade wenn auch alle Leute wussten, dass wir am Wörthersee sind. Da muss ich auch ehrlich sagen, diese Zeiten haben sich geändert. Das ist jetzt nicht mehr so mit Diebstahl. Definitiv, das hat definitiv extrem nachgelassen. Ich habe mich auch gerade ja bei euch bedankt gehabt. Wir hatten den Oma-Golf auf dem Weg hierher an der Motorwelt München stehen, mit Haube offen, mit allem. Nichts passiert. Ich hatte ein bisschen Angst erst vielleicht, das reicht ja, wenn einer aus Joke mal irgendwie einen Stecker abzieht und am nächsten Tag, wir wollen das Auto starten und der startet nicht. Und wir müssen erstmal gucken, ob irgendein Stecker war. Nee, da, also vielen, vielen Dank an euch, dass sich in der Richtung unsere Hardcore-Szene so entwickelt hat, dass da nichts mehr passiert. Früher war es so, vor 10 Jahren, ja, da hat man schon echt noch Angst gehabt, so ein RS4 über Nacht draußen stehen zu lassen, weil die halt schon immer schnell mal weg waren. Ne? Die waren auch einfach zu klauen immer, die haben ja nicht großartig einen Diebstahlschutz. Und deswegen bin ich eigentlich hier gelandet. So, und dann kamen diese Zwei-Bett-Apartments für vier Leute immer, die dann in Summe auf vier Leute gerechnet schon wieder nicht mehr teuer sind. Ja. Und ja, wir genießen es einfach. Genießen es einfach, man wird von den VR-Turbos, früher war es wirklich so, Fenster offen, nachts gelassen, wirst du morgens von den VRs geweckt. Ich glaube 30% war VR6-Turbo. Ja. Also. Ja. War viel VR6-Turbo früher immer. Und eigentlich auch so wie unser Obergolf jetzt ist, so waren ja früher die Autos hier. Ja. Ich weiß noch, es gab immer einen gelben Golf 3, der hatte auch auf dem Kennzeichen Flo stehen. Der ist den ganzen Tag mit diesem 3er VR Frontantrieb hoch und runter gefahren. Den ganzen Tag immer wieder drehen lassen. Erste, zweite, dritte. Naja, ich weiß, Kronhäuser mit seinem Goya hat da auch immer. Genau, Kronhäuser mit dem Zweier, der hat auch den ganzen Tag drehen lassen. das waren noch so die Hardcore-Seezeiten. Nicht ganz Wörthersee, aber. Ich habe einen letzten Punkt noch. Und Frühstück kann ich hier auch sehr empfehlen, weil wir brauchen eigentlich immer gar nicht losfahren. Ja. Weil wir haben bis zum Frühstücksende schon alle Autos einmal gesehen, weil wir hier immer an der Straße sitzen, alle vorbeifahren. Ja, bis 12 Uhr so sitzen wir meist erstmal. Ja. Ne? Nicht ganz See, aber trotzdem sicherlich für viele spannend. Planst du die Essen Motorshow? Essen Motorshow soll tatsächlich stattfinden, deswegen gebe ich jetzt gerade auch mit Limo wieder Gas, weil wenn die Essen Motorshow stattfindet, wird dort dieses Auto stehen. Das heißt, wir planen ganz normal wie gehabt. Es wird natürlich Corona-Beschränkungen geben, brauchen wir sich vormachen, das wird nicht außer Welt sein. Mhm. Allerdings sehen diese noch aktuell so aus, dass einfach die maximal zulässige Teilnehmerzahl natürlich beschränkt wird. Sehe ich persönlich aber nicht so schlimm, weil es war ja wirklich immer übertrieben voll. Also man hätte ja auch ohne Probleme bei uns auf dem Stand gerne 30% weniger Leute gehabt. Ja. Das heißt, ich glaube, das Ganze gleicht sich jetzt aus. Das heißt, am Wochenende ein bisschen weniger, dafür während der Woche voll machen, sodass wir in Summe jeder auf jeden Fall von euch die Chance hat, einmal an der Essen Motorshow zu sein. Ja, wir werden auf jeden Fall da sein. Mal gucken, wie viel Fläche wir kriegen. Das ist auf der Essen Motorshow immer nicht so einfach, weil die Halle halt wirklich restlos ausgebucht ist immer. Ja. Aber ich denke, hoffe, dass dein Golf wahrscheinlich in lackiert auch am Start ist. Ja, das hoffe ich auch. Abarth müssen wir eigentlich auch noch bis dahin durchziehen. Und ja, freue mich übelst drauf. Also die 10 Tage Essen Motorshow werden mir auf jeden Fall wieder einen Rest geben. Ja. Hast du am See schon Tuning-Elektroautos gesehen? Guter Punkt. Ich habe tatsächlich nur ein einziges Elektroauto gesehen. Und da habe ich auch gleich in die Runde geschrien, ey, was macht Paul hier? weil der auch so eine matte... Glänzende. Sein matt, wie auch immer, keine Ahnung. Witziges Wortspiel. es war eigentlich so eine Chromfolie, die aber eigentlich matt ist. So in so einem orange-braunen Ton. Ja. Auch Tesla Model 3.
So, sonst ehrlich gesagt ganz wenige gesehen. Ein paar E-Tron haben wir gesehen. Doch, ja, ein tiefer gelegten E-Tron. Ne? Der sah von vorne auch ziemlich cool aus, muss ich ehrlich zugeben. Der kam auch bei uns da, glaube ich, irgendwie aus der Ecke. Hat der nicht Höchst da? Kann sein, weiß ich aber nicht. Aber das war auf jeden Fall also ein tiefer gelegten E-Tron, aber eigentlich muss ich ehrlich sagen, wenig. Ganz wenig. Also im Verhältnis wirklich wenig. Ja. Hast du noch Ziele für dieses Jahr? Also meine größten... Also ich würde es jetzt beruflich beziehen wahrscheinlich, ne? Meine größten Ziele sind definitiv die Autos fertig kriegen. Weil das bin ich auch allen Leuten am meisten schuldig. Und viele andere Sachen eigentlich nicht. Ein weiteres Ziel ist nur noch, wir werden unseren Hauptalus.de Online-Shop nochmal neu launchen. Da könnt ihr euch drauf freuen, die Tage. Und natürlich erst Motorshow. Ja. Das sind so die Ziele, die für mich am wichtigsten sind. Ja, während Marius noch ein paar Fragen sucht, kann ich ja auf eine Frage eingehen, die du nicht ganz gestellt hast. Highlights vom See. Einfach für euch, für die Leute, die noch nicht hier waren. Ich kann euch einfach empfehlen, jetzt habe ich noch wenn ihr nächstes Jahr kommen wollt, fahrt immer so 1 bis 2 Wochen vor dem Wörthersee, vor dem GDI-Treffen. Das ist meistens immer Himmelfahrt, dementsprechend 2 Wochen vorher. Ihr könnt euch immer grob nach dem XSK-Night-Wochenende richten. Also der Andi Füllborn, der macht ja immer seine XSK-Night, lohnt sich auch mega. Das Wochenende ist meistens immer das Wochenende, was am meisten los ist. Wenn ihr dann hier vor Ort seid, braucht ihr eigentlich keinen Tagesplaner, gar nichts, sondern fahrt zu XS, wenn die hier stattfindet. Das ist immer cool, die Jungs geben sich immer Mühe, bauen das richtig groß auf. Dann einmal zur Mischkulnik. Das ist die Tankstelle, die ihr in meinem Video gesehen habt. Dann könnt ihr einmal Fark am See zur Turbokurve fahren. Da ist am meisten Standtreffen, sage ich jetzt einfach mal. Da stehen dann tagsüber alle Autos. Und genauso unbedingt einmal Reifnitz den aus Stein gemauerten Golf angucken. Ja. Und dann habt ihr das eigentlich auch schon geschafft. Und einfach Landschaft genießen. Einfach Landschaft genießen, ein bisschen rumfahren, ein bisschen Spaß haben. Gibt es deiner Meinung nach Trends, die zurückkommen? Ich würde das jetzt auf Tuning beziehen. Mhm. Ja, wir haben tatsächlich das erste Mal wieder unter Bodenbeleuchtung gesehen. So. Ich bin gespannt, ob das zurückkommt. Aber normalerweise sagt man immer, jeder Trend kommt zurück. So, ne? Wenn wir uns an die 80er und 90er erinnern, wo es dann auf einmal so diese typischen Riga-Umbauten gab. Ne? Ja. Dieser Trend ist dann ja in den 2000ern zu Fast and the Furious-Zeiten mit Schwellern, Spoilern, fetten GFK-Stoßstangen und so weiter ja definitiv auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Ja. So, das ist jetzt mittlerweile wieder fast 20 Jahre her. Das heißt, ich glaube schon, dass alle Trends wiederkommen werden. Mhm. Also, jetzt war es ja eine Zeit lang so, früher war es ja so eher kleine Felgen, dann waren es wieder große Felgen. So, jetzt glaube ich, geht es schon wieder so ein bisschen zurück in Richtung kleine Felgen mit einem dicken Reifen. Einige Golfs haben wir hier gesehen, die eher breit, kleine Felgen, dicke Pelle drauf. Ja. Der Trend definitiv auch. Aber sonst, ich persönlich finde, dass die Thematik Folie weniger geworden ist. Ja. Also vor 5 Jahren, 3 bis 5 Jahren. Oh, jetzt kommt der Rentner. Der Rentnerbus hier nochmal durch. Partyzug fährt vorbei. Ja. Partyzug. Das ist auch übrigens ein Highlight, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Müsst ihr auch mal mitfahren hier. Thema, man sagt ja immer die 3 Fs vom Wörthersee, Felgen, Fahrwerk, Folie. Ja. Kann ich so nicht mehr bestätigen, weil ich persönlich habe extrem wenig folierte Autos gesehen. So, also früher gefühlt jedes zweite Auto, was vorbeifährt, irgendeine brutale Folie drauf. Jetzt eher wenig Folie und wenn Folie, dann eher nur ein cooles Design anhand von Aufklebern gemacht. Ja. So. Und natürlich dieser Trend, wie es früher war, mit Golf 1, 2, 3, Leistung, Räder drehen lassen und so weiter, auch nicht mehr. Ist jetzt eher doch schon sehr BMW M2 lastig. Ja. Die sieht man wie Sand am Meer. RS6 sieht man sehr viel. RS3 fand ich auch extrem viel. RS3 viel, das sind so die Autos, die golfmäßig war gar nicht so viel. Golfmäßig fand ich eher, dass es weniger ist. Also gefühlt fahren diese Leute jetzt eher BMW oder RS3. M2. M2? Viel. So viel. Es war sehr viel M2. Aber so die alten geschraubten Kisten waren jetzt nicht so viel. Jetzt muss ich allerdings auch dazu sagen, das wird im Frühjahr beim Haupttreffen wieder ganz anders sein. Ja. Also diese ganzen geschraubten Autos, die für eine Woche herkommen, glaube ich schon, dass sie früher wieder dabei sind. Welches Rennauto würdest du dir bei freier Wahl in die Garage stellen? Rennauto? Boah.
Ein weißes. Ein weißes auf jeden Fall. ist ganz schwierig. Also mich reizt es schon extrem, mal so ein Formelfahrzeug zu fahren. So. Mhm. Einfach, ich glaube, dieser Punkt, wo du in diese Aerodynamik reinfährst, weil es ist ja bei so einem Auto, Luftwiderstand geht ja im Quadrat hoch zur Geschwindigkeit. Das heißt, je schneller man fährt, je stärker wird der Anpressdruck. Und das macht es, glaube ich, auch so eklig, weil du fährst mit 100 um die Kurve und hast noch gar keinen Effekt davon. Mhm. Fährst 150, das Auto fühlt sich sicherer. Fährst 200, was man sich in dem Moment erstmal trauen muss, weil man eher vom Kopf her so denkt, ich muss langsamer fahren. Dann soll so ein Auto erst so richtig funktionieren. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, der muss extrem fordernd, eklig, krass sein. So, ist jetzt keine Antwort auf die Frage, welches Auto ich mir hinstellen würde, habe ich ehrlich gesagt keins. So, ne? Weil ich bin jetzt nicht so jemand, der so sein Leben lang schon in diesem Rennsport drin ist. Mhm. Also ist jetzt nicht so, ich war klar, als Kind war ich natürlich immer Schumi-Fan. Ne? Wahrscheinlich, wenn man sich ein Auto aussuchen könnte von damals, irgendwie so einen roten Ferrari von ihm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Legenden habe, wo ich unbedingt sagen würde, das Auto würde ich mir jetzt hinstellen. Ist halt sehr, sehr golflastig, auch viele technische Fragen, es würde aber den Rahmen völlig sprengen. Aber die grundsätzliche Intention von dir, also wie es zu dem Projekt kam, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Eigentlich ganz einfach, also erstmal an der Stelle wirklich, also am fassungslosesten, keine Ahnung. So, wie umschreiben ist, ich war am meisten fassungslos. Wie, das war letztes Jahr schon so, gefühlt war es dieses Jahr noch mal krasser, wie viele Leute dieses Auto kennen. Mhm. Wir reden von einem Auto, was von außen nach wirklich gar nichts aussieht. Ist wirklich nicht tief, hat keine großen Räder drauf, ist wirklich komplett Sleeper Undercover und trotzdem kennt jeder dieses Auto, was einen natürlich extrem stolz macht. Ich denke, das liegt natürlich daran, weil wir gerade alle Schritte von diesem Auto im Internet gezeigt haben und gefühlt jeder dieses Auto kennt. Man muss auch, glaube ich, sich gar nicht groß mit den Leuten darüber unterhalten, weil die Leute das Auto eh aus den ganzen Videos kennen. Und jetzt die Geschichte dahinter kennen die meisten allerdings noch nicht. Die sagen alle Oma Golf, obwohl wir es direkt so angefangen haben, die ganze Videoreihe. Das Auto war tatsächlich, das hat mein Opa, hat dieses Auto damals meiner Oma neu gekauft. Das heißt, wir sind als Kinder in diesem Auto schon zur Schule gebracht worden und so weiter. Und irgendwann dann ist meine Oma kein Auto mehr gefahren. Dann hat Joni das Auto bekommen für ein paar Jahre und ist in dem Alltag gefahren. 2, 3 Jahre so in dem Dreh. Dann stand das Auto rum. Und dann haben wir immer nur für den passenden Zeitpunkt gewartet, weil ich immer gesagt habe, erste Hand außer Familie, das Ding können wir nicht verkaufen, da müssen wir irgendwas mit machen. Mhm. Und so in Summe, glaube ich auch, ist das immer noch genau so, wie es sein muss. Eigentlich komplett alltagstauglich, hat auch den Wörthersee wieder top durchgehalten. Wir haben nur so ein bisschen Probleme mit der Kupplung, die rubbelt wie Sau, dem einen oder anderen ist es bestimmt aufgefallen, wie die Räder vibrieren beim Einkuppeln. Ne? Da müssen wir nochmal gucken, was da los ist. Sonst aber, glaube ich, ist das schon in Summe so als Projekt wirklich, wirklich cool. Die eine oder andere Frage ist, warum der Oma Golf auf der Late Night nicht gefahren ist. Oder du nicht gefahren bist. Ich nicht, wie auch immer. Also ich sowieso nicht. Kaputt machen kannst du selber. Eigentlich recht einfach. Wir haben dieses Auto gar nicht damit hingenommen, um zu fahren, sondern einfach nur, um euch das Auto zu zeigen. Jeder, der dieses Projekt über Jahre verfolgt hat, weiß einfach, dass es kein Auto ist, womit man auf einer Viertelmeile fährt. Frontantrieb, viel zu schwer, plus ein extrem langer erster Gang. Selbst auf den Race 1000 TTT-Events fahren wir ja immer extrem langsam so los. Natürlich kann man jetzt mit auf Biegen und Brechen mit dem Auto wahrscheinlich auf einer Viertelmeile eine 11 oder eine 12 Sekunden Zeit fahren. Da wird es dann aber eher so sein, dass die Leute sagen, guckt euch den Golf an, der ist ja viel zu langsam, weil es mit einem Frontantrieb-Auto einfach gar nicht so. Also, damit du auch mit dem Frontantrieb-Auto auf einer Viertelmeile wirklich schnell bist, musst du das Ding radikal zerflexen und umbauen mit Wheelie-Bar hinten ran und so weiter, dass man dort schnell wird. Das ist absolut das falsche Auto dafür. Und deswegen haben wir dann gesagt, dass wir da gar nicht fahren. Plus, erst Event seit lang, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da so los war. Es war eh von morgens bis abends durchgetaktet, deswegen war ich am Ende auch heilfroh, nicht dann noch die Baustelle Auto dazu zu haben. Ein Tag war komplett Regen, muss man auch dazu sagen. Der erste Tag war komplett Regen, deswegen alles gut, wollten wir eigentlich auch gar nicht unbedingt, deswegen.
Dann vielleicht im letzten Drittel bezogen auf den Wörthersee, was für mich persönlich auch interessant ist. Wie hat sich das in Anführungsstrichen Tuner-Polizei-Verhältnis geändert in den Jahren hier am Wörthersee? Mhm. Haben wir dieses Jahr auch unsere Erfahrungen mitgemacht? Normalerweise sage ich immer, hier am Wörthersee ist es polizeitechnisch für uns Deutsche ultra entspannt. So, das heißt, bisher war es meine Erfahrung der letzten 10 Jahre so. Man wurde nur rausgezogen und hat nur Ärger bekommen, wenn man vorher irgendwo negativ aufgefallen ist. So, das heißt, man hat mal angehalten, hat eine Launch gemacht, man hat mal einen Allradstart gemacht, man hat mal in der Menge irgendwie Gas gegeben oder irgendwie sowas. Ne? Wenn man sich sonst aber, wie wir, ich sag jetzt mal, vorbildlich verhalten hat, das heißt, man rollt hier nur durch die Gegend, fährt zu seinem Ziel, stellt das Auto ab, macht die Haube auf und fährt wieder los, dann hat man eigentlich nie Ärger gehabt. Jetzt ist es allerdings dieses Jahr so gewesen, dass es hier abends so dermaßen eskaliert ist, hat in meinen Augen auch dann nichts mehr mit dem Autotreffen zu tun, sondern war schon mehr eher ein Volksfest. Ich glaube auch nicht, dass das ein Großteil von Antunern sind, die auf einmal hier sind. Dass es wirklich passiert ist, dass ich habe etliche Videos gesehen, wie Leute in der Menschenmenge einen Burnout machen und dann von der Bremse abrutschen oder wie auch immer, ne, und in die Menschenmenge reinfahren. So, ne? Und das geht natürlich von beiden Seiten aus nicht. Also A, auf gar keinen Fall die Personen, die sowas machen, ja, in so einer Menschenmenge so einen Burnout machen, okay, da braucht man eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Dann ist es aber auch genauso an den Personen ein bisschen, dass sie diese Hotspots vielleicht nicht noch krasser pushen und es noch enger wird und noch mehr Leute da stehen, sondern dann halt einfach das Ganze versucht, so ein bisschen aufzulockern. Ne? Bestes Beispiel ist bei uns hier in Velden immer, da war früher gar nichts los. Mittlerweile stellen sie, okay, jetzt haben sie es schon weggenommen, immerhin am Wochenende schon richtig Metallabsperrung hin, dass die Leute gar nicht erst auf der Straße können. Ja. Nichtsdestotrotz, da stehen 3, 4, 5, 8, 10 Menschen rein hintereinander und weiß ich nicht, muss es denn sein, in dem Moment da launchen, durch die Menge zu fahren, Burnouts zu machen, quietschende Reifen. Es ist halt in dem Moment auch einfach gefährlich, weißt du, wenn da doch mal einer so in die Menschenmenge abbiegt. Ja. Und es sind halt definitiv in dem Fall leider nicht immer die geschraubten und getunten Autos, die halt diesen Spirit Wörthersee verbreiten, weil diese Leute genießen es wie wir, einfach nur mit dem Auto rumzurollen, sondern es sind halt in so einem Fall immer ja, ein anderes Klientel. Da ist es schwierig, da kann ich es verstehen, dass hier so der ein oder andere Anwohner, obwohl die Region natürlich davon profitiert, das nicht so cool findet. Jetzt muss man aber auch ehrlich sagen, teilweise sind wir um 3, 4 Uhr nachts hier auf dem Zimmer und die getunten Autos fahren zum 40. Mal vorbei. Mhm. Wo dann ja auch irgendwann man wirklich sagen muss, jetzt ist vielleicht dann auch der Punkt erreicht, wo man dann halt ein Auto einfach wegstellt, schlafen geht und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Ne? Ja. Deswegen kann ich da auf jeden Fall verstehen, dass die Polizei ein bisschen griffiger wird, weil die wollen sich natürlich auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen und dementsprechend natürlich mehr Autos kontrolliert als sonst. Zumindest an Tagen, wo es dann ruhiger wird. Und da sind wir auch beim letzten Punkt, wo ich auf jeden Fall kurz drauf eingehen wollte. Wir hatten es dann gestern auch so, dass wir aus dem Nix mit dem Oma Golf angehalten wurden. Das heißt wirklich direkt hier vorm Hotel ist uns ein Motorradpolizist hinterhergefahren, hat das Auto mitgenommen zu einer Großkontrolle. Das heißt, da war wirklich eine Kontrolle, wo es nur darum ging, die Autos zu kontrollieren. Eigentlich, auch da muss ich wieder sagen, uns gegenüber waren die definitiv fair. Es war jetzt nicht so, dass gleich von vornherein da irgendwie ein Riesenfass aufgemacht wurde. Aber jeder, der das Auto hier gehört hat, brauchen wir uns nichts vormachen, ist halt ein bisschen zu laut. Gar nicht. So, wir selber, das Witzige war, wir sind noch zurückgefahren. Das war eigentlich unsere letzte Fahrt. Wir wollten eigentlich eh gerade zum Hotel und aufladen, weil es dann angefangen hat zu regnen gestern. Haben selber noch gesagt, ich habe Benny noch eine Sprachnachricht geschickt. Ey Benny, nächste Woche komme ich mit dem Golf vorbei. Die 2 Töpfe, die wir damals runtergemacht haben, sind irgendwie ein bisschen leer geworden. Also wir haben nichts dran geändert, sie sind einfach leer. Und da kann ich dann in gewisser Weise auch die Polizei verstehen, dass die halt das Gleiche gesagt hat. Das heißt, wir haben eine Phonmessung gemacht und serienmäßig hat der Golf 3 irgendwie 85 Dezibel und wir waren auf jeden Fall über 100, also das war auf jeden Fall zu viel. Selbst da hat die Polizei aber eine Karenz von 12 Dezibel. Also bis 12 Dezibel wäre nicht so schlimm gewesen, ab 12 Dezibel zu laut,
Klar, jetzt kann man wieder darüber diskutieren, welchen Wert nimmt man jetzt? Nimmt man jetzt den Originalwert von dem Golf 3? Nimmt man jetzt den Wert von dem eingetragenen VR6-Motor, weil der VR6 mit dem Turbo ist eingetragen bei dem Auto, genauso wie Felgen, Fahrwerk und so weiter. Ist ja auch nichts Untunbares dran. Muss man ja einfach mal sagen, wie jeder, der dieses Auto kennt, da schleift nichts, da ist Profiloffenreifen drauf, da ist die passende Bremse drauf und so weiter. Einzige war halt definitiv, deswegen bin ich auch in die Kontrolle reingegangen, habe es auch gleich zugegeben, das Auto ist eigentlich zu laut, muss man so sagen. Es gibt ja ganz viele serienmäßige Autos, die auch so laut sind. Mhm. Die sind dann aber meistens im Leerlauf ein bisschen leiser. Und dieser Golf, der dröhnt halt schon so extrem im Leerlauf. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. In dem Fall war es so, dass leider der Fahrer eine Strafe bekommt. Das heißt, in dem Fall kriegt Marius den Brief nach Hause, sind irgendwas um die 100 Euro. Ich reiche dir meiner Frau weiter. Jeder, der hier am Wörthersee viel unterwegs ist, weiß aber auch, wie schnell 100 Euro hier fällig werden. Eigentlich immer, ja. So, ja. Also die Strafen sind eh immer zwischen 50 und 100 Euro. Wir mussten nicht irgendwie die Kennzeichen abgeben oder irgendwas, weil wir eh wirklich gerade schon aufs Hotel aufgebogen sind und wollten eh einfach aufladen. Aber ich behaupte, wenn wir mit dem Auto heute nochmal wieder losfahren und Sie würden uns nochmal sehen mit dem lauten Auspuff, finden Sie das nicht so witzig. Also da Hausaufgaben an uns, den Auspuff wieder ein bisschen vollstopfen. Ich denke mal, wir machen noch einen dritten Schalldämpfer dazu, ja. Weil es ist halt einfach dönerlaut. Ne? Es ist halt also es ist halt geil hier so. Ne? So im ersten Gang mit dem Getriebe durch die Häuser so, hat schon gebockt so, fand ich. Aber man musste denen schlussendlich einfach recht geben. Also so. Da hat auch Diskutieren keinen Sinn gehabt, weil es war halt einfach zu laut. Man hätte das alles ausdiskutieren können und so weiter. In dem Fall, wir waren eh durch, sage ich jetzt einfach mal. Wir wollten den Auspuff wirklich auch wirklich leiser machen, weil es geht bei dem Auspuff halt einfach nur laut und das passt halt einfach nicht zu dem Sleeper-Auto. Mhm. So, der muss einfach 10 Dezibel runter und dann wird da auch wieder alles safe sein. Ne? So, aber ansonsten, solange es hier nicht eskaliert ist, das heißt eigentlich bis Samstagabend, habe ich von keinem einzigen was Negatives über die Kontrollen gehört. Mhm. Da hat jeder einfach ganz normal wie gehabt wieder sein Ding gemacht. Derjenige, der irgendwo mal Gas gibt, der weiß, er wird im nächsten Dorf rausgezogen und muss halt ein bisschen latzen. Dann ist es aber halt Samstagabend so eskaliert, dann gab es ja auch Videos im Internet, wie die Leute Donuts machen und dann in der Menschenmenge sich schnell verziehen und die Polizei mit Blaulicht vorbeigefahren ist. Ja, brauchen wir uns auch nichts vormachen, wenn ihr in dem Moment die Polizisten wärt, ihr würdet euch ja auch nicht auf der Nase runterziehen. Ja. So, ne? Da muss man dann auch einfach, ja, weiß nicht. Also, es sind immer zwei Seiten, ich verstehe auf jeden Fall beide, aber wenn man es halt zu sehr übertreibt, muss man am nächsten Tag abreisen und hoffen, dass es nächstes Jahr besser ist. Oder einfach alle einen Gang runterfahren, hier die Landschaft und die Zeit genießen, einfach ein bisschen rumfahren und es halt nicht zu sehr. Ja, man muss aber auch dazu sagen, wir wurden die letzten 3, 4, 5 Jahre gar nicht angehalten, glaube ich. Ne? Also die letzten 3. Ja doch, mit Limo wurde ich immer. Ja, gegangen. Aber die letzten 2, 3, nicht? Ja, gut, letztes Jahr waren wir nicht hier, aber doch, also fair sind sie schon immer, finde ich. Genau, also ich wurde realistisch. Ich wurde immer angehalten, also falsch, du wurdest nie angehalten, ohne dass du was gemacht hast. Mhm. So, ne? Es kann halt immer mal passieren, dass man mal irgendwie aus dem Ort raus mal kurz irgendwie einen Gang ein bisschen Gas gibt oder so und im nächsten Ort steht der Polizist und hat es gehört und hält dich dann an oder Sabotnik-Tankstelle, irgendwas ist ja immer so, ne? Da sind die halt schon sensibel hier. Dann war es aber halt immer so, Geld zahlen, weiterfahren. Ne? Aber dass wir uns jetzt so einfach mal rausziehen, das war das erste Mal. So, das war das erste Mal definitiv so. Und aber wie gesagt, von meiner Seite aus war das einfach, war ich sag jetzt mal, Pech. Weil, ja, so wie die Leute es hier Samstag wieder eskalieren haben, bis wirklich tiefst in die Nacht, dass da am Sonntag dann mal ein bisschen durchgeladen wird. Und wie du sagst, da waren wahrscheinlich 20% Autotuner, weil der Rest war einfach, schaulustige. Ne, Tourismus, schaulustige. Das Problem ist ja auch, das ist eine Bitte von mir jetzt noch an euch, lasst euch in dem Moment auch nicht anheizen, ansticheln. Das kriegt man bei mir zum Beispiel gar nicht hin. Es können 80 Leute rufen, mach mal Lounge, gib mal Gast, wie auch immer. Ne? Ich werde es trotzdem nicht tun. Das Problem ist, andere werden da nicht ganz so stark sein. Lasst euch da nicht zu sehr reizen. Fahrt einfach normal durch die Menge, macht keinen Burnout, keinen Gummi, weil dann glaube ich auch fest daran, dass die Region hier das weiterführen will und auch definitiv die Kontrollen zurück, weil selbst die Polizisten, die uns angehalten haben, die kennen alle das Auto, die finden das an sich auch alle cool, aber die haben natürlich auch ihre Vorschriften und wenn ein Auto einfach viel zu laut ist, dann ist es auch viel zu laut in dem Fall. Ne? So, ja. Wenn die natürlich erst gar nicht diese Vorschriften bekommen, die Leute zu kontrollieren, werden die es auch nicht tun.
So, ne? Und da müssen wir definitiv wieder hin. Also macht einfach keinen Scheiß hier am See. Dann glaube ich auch, dass wir polizeitechnisch hier auch weiterhin Spaß haben werden. Ne? Ein paar schöne Tage verbringen, genau. Ich glaube, es waren noch genug Fragen. Ja, also das ist sehr, sehr viel, überschneidet sich natürlich sehr viele Fragen zu der Kontrolle. Da bist du jetzt, denke ich, ausreichend drauf eingegangen. Thema Haustiere und so lassen wir heute mal. Genau. So, ich denke, das waren auf jeden Fall die passenden Schlussworte. Wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder am Wörthersee am Start. Wir werden auf jeden Fall auch wieder die Autos dabei haben. Meine Bitte an euch, fahrt alle einen Gang runter, lasst euch nicht reizen, macht einfach euer Ding hier, dann werdet ihr auch keine Probleme haben. Und mega geile Zeit. Wir fahren jetzt weiter nach Graz und dann noch zum Scherbinator nach Linz. Wir werden noch mal ein, zwei gute Tage. Aber das seht ihr dann in den nächsten Videos. Oder vielleicht waren die Videos auch schon. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge es jetzt kommt. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Danke an den Wörthersee. Danke an Kärnten. Ja, und war eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.